raus, ja. Na gut. Was habe ich denn noch so auf Lager? Gibt's irgendwas, was du gar nicht fahren kannst? Aus Geldgründen oder sowas? Ich habe 400.000 auf dem Konto, also selbst ein paar Runden 10er kann ich fahren. Geht 9er auch? Ja, ich denke. Ich muss nur irgendwie 70.000 Erfahrung zusammenfahren. Irgendwann will ich den Conqueror auch mal fahren. Ich fahre den jetzt, den Conqueror. Na toll. Nur ohne GC hinterher. Und eine Maus? Nein, oh. Die fehlt mir immer noch. Keine Maus. Ich weiß auch nicht, ich habe schon viermal oder so Pech gehabt, weil ich die Maus runtergeschossen habe auf was weiß ich wie viel und jemand anders dann den Kill gemacht hat. Aber ein schönes Gefecht, ey. Inwiefern schön? Naja, ein 9, ein 8er nur in jedem Team. Es gibt auch die Fresser. Das stimmt. Und auch nur eine AT? Ja, das ist gut. EWT hast du gegen ein Team. Das ist natürlich die Frage, ob sich der Typ jetzt nochmal meldet vorher oder ob er einfach losfährt, ey. Wegen dem Handy. Auf geht's! Bekannter oder einfach so? Nö. Über Kleinanzeigen. Ah. Ach ja, eBay ist schon cool. Toll. Gut, dass es in die Autofahrfunktion gibt, ne? Jo. So, ich fahre in die Front. In die Stadt. Hast du schon mal Hearthstone gezockt? Hearthstone, ja. Dieses Kartenspiel von Blizzard. Blizzard, ja. Ja. Zumindest das Tutorial. Okay. Und war, ich bin auch noch nicht so super weit, aber... Und ich brauche noch etwa 2 GB, dann habe ich The Witcher 3, das den Pre-Download fertig. Alter, weißt du was? Ich habe bei G2A bestellt, ne? Meinst du, ich habe den Key schon? Ja, nein, doch. Nein? Ich habe 30 Euro für das Spiel bezahlt. Und den sofort gekriegt, innerhalb von 5 Minuten. Von wem? Bei MMOGA habe ich den Key gekauft. Ja. Und ich hatte noch einen Gutschein oder sowas. Okay. Ja, du, ganz ehrlich, ich werde das nächste Mal auch nicht bei G2A vorbestellen. Aber ganz ehrlich, ey. Ich habe dann auch noch gefragt, weißt du, ganz nett gefragt, ja, wie sieht denn das aus? Kann man den Key schon vorher bekommen? Einfach damit man halt den Preload nutzen kann. Oh, fahr doch weg, da IS-3. Oh, das ist ein Lappen, ey. Ich kann euch da in der Stadt gerade nicht helfen, ich versuch gerade. Ne, ich weiß, die stehen alle scheiße. Ich versuch gerade so halbwegs hier. Also wenigstens vernünftig alle mal auflassen hier. Wen haben wir da? Laurent. 40 Tonner. Ja, toll. Ja, Illurane. Oh, ich bin schon offen, ja, ich bin was? Ich werde den AMX da durchgelassen. Markus kümmert sich der 50M drum. Ja, hoffentlich. Position nehme ich gerade mal um. Ich habe keinen Bock, dass mich da gleich einer wegnascht. Ich hoffe, ich bin schon wieder dicht. Ja, ich komme hier mit meiner kleinen 7er Kanone links wo durch. Ja. Außer vielleicht beim PTA. 7er nicht mal eine Seite von der IS-7. Leute, öffnet die doch vernünftig. So, komm, E50. 2 mit einem Schuss, aber beide nur so ein bisschen. Das schüchtert ein. Ich versuche mit der Arti halt immer über meinem Durchschnitt zu sein, weil ich pegel. Ich hoffe noch, dass ich eventuell noch eine zweite Erfolgsmarkierung bekomme. Was aber sicherlich noch eine Weile dauert. Was denke ich auch. So. Na, Torti hast verschossen, ja?
Mein Glück, ey. Na komm. Na gut, dann lade ich nochmal nach. Nur so just for fun. Sie haben den T-62A durchgelassen. Ja, ach komm, das ist doch hier schon der Käse, ey. Guck mal, ich habe hier ein WT auf E100 noch gegen mich. Okay, den kriegen sie zum Glück. Ja, kannst dir schon mal einen schönen Platz zum Sterben suchen. Hm. Kommt, Leute. Immer gehen aber wieder alle dicht, ey. Das kann doch nicht angehen. Die R50M bleibt auch nicht stehen. LOL, wen habe ich denn da getroffen gerade? Ich dachte, du würdest in der Stadt helfen. Wollte ich gar nicht. Was machen kannst, die stehen gerade alle auf dem Feld. Hm, dauert aber noch. Das wird doof. Ich weiß. WT auf EN100 wäre witzig. Kriege ich den? Nee, natürlich nicht, oder? Hm? Wenn er da stehen bleibt? Das wäre witzig. Glaubst du, der bleibt da noch stehen? Keine Ahnung. Tut er. Payback. Ich bei mir drin. Gucken, ob der jetzt raged. Ich mag das immer wieder, wenn dann irgendjemand... Fucking Clicker schreibt und so einen Scheiß. Ja, das ist witzig. Konzentrier dich mal aufs Torti, wenn du kannst. Hm. Torti ist böse. Ja, den pickle ich auch an den Panzer. Aber ich hasse den AT-8. Die sind alle nicht so toll, die Vorgänger, finde ich. Der AT-15 geht eigentlich. So, kriege ich den da in dem Loch? Der Panzer ist so flach. Das muss wehtun. Wow, 700. Nett. Aber auch nur, weil er sich gedreht hat. Ah, shit. Wir werden die andere Seite auch nicht halten können. Wenn der Objekt jetzt hier noch ein bisschen durchhält, zumindest einmal aufdeckt, das reicht mir ja schon. So, da habe ich schon mal einen Zaun kaputt gehen sehen. T54. Das Objekt verpisst sich. Ach Mensch, Objekt. Willst du mich jetzt hier sterben lassen oder was? Will er. Aber er ist so lang gefahren. Ist ja interessant. Das wird aber nix. LOL! Alter, was war das denn für ein Schuss? Das bitte? War ein extremer Luckshot. Vor allem, du warst doch noch am Drehen, voll uneingeimt. Ja, ich hab ruhige Hand draufgehauen, aber vielleicht hat das ja ein bisschen was gebracht. Hm. Guck mal, dass du ihn nach rechts rumdrehst, weil die Torte wirst du sowieso nicht wahrscheinlich gleich kriegen. Beziehungsweise wird wahrscheinlich schon zu spät sein, wenn die aufgeht. Obwohl, da sie. Kann die zu mir runter? Ja. Das war's für uns. Ja. Schade. Aber hat die HE geschossen? Keine Ahnung, aber... Weil normalerweise macht die keinen... Muss ja. Keine 450, Alter. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch gerade nicht aus dem Kopf. Ich kenn zwar viele Panzer, aber ich muss ja nicht jeden aus dem Kopf kennen. So, Objekt 704, unsere letzte Hoffnung. Welche Hoffnung? Tja. Genau, und das ist ja das Problem. Wenn der rausguckt, um noch einen Hit rauszuhauen, ist er auch tot. Wenn er überhaupt noch einen Hit raushaut. Siehst du? Hätte ich aber nicht anders gemacht an deren Stelle. Einen opfern, zu dritt rüberfahren oder so. Nur mal schauen, wie viel Schaden habe ich gemacht jetzt eigentlich. Oh!
Schon wieder eine Gore-Medaille. Alter, die kann man mit dem Panzer echt farmen. Okay. Wie viel Damage habe ich denn gemacht? 4528. Wen habe ich denn dann noch getroffen? Mir hat er 3300 angezeigt von X-Wall und ich habe einen Blindshot gemacht. Okay. Frage ist nur an welchem, weil ich wollte eigentlich dem E50M anschießen und mein Schuss ist knapp davor gelandet und hat irgendjemand getroffen. Jo. Und zwar wahrscheinlich Delorean 40 Tonner. Ja, da kannst du mal ein ordentliches Ding drin versenken, ey, wenn das Ding trifft, ey. Mal gucken, dann ja, machst du hier deinen Taui. Ruhige Hand, 60%. Das war aber auch echt ein Luckshot auf den T-54, ey. Ja, manchmal ist das echt Call. Wie viel fehlen mir jetzt noch? 66.000. Aber mit freier Erfahrung. Und ich habe 17.000 oder so. Ich sehe das nicht. Ja, ganz ehrlich, das war ja hier das Wochenende mit dem Tetrach, ne? Das war ja auch eigentlich total easy, ne? Ja. Fünffach Erfahrung. Stimmt. Habe ich auch voll ausgenutzt. Guck mal, ich bin 2 Tage gefahren von dem ganzen Scheiß nur, ne? Und hab das in 2 Tagen gemacht. Die 50.000 Erfahrungen, das sind bei mir 10 Panzer gewesen, so rund. Ja. Wenn du einen Durchschnitt hast, normalerweise von rund 1.000. Oder lass es vielleicht 12 Gefechte sein, um allein die 50.000 zu kriegen. Na gut, dann jetzt nochmal. Ein Versuch. Vom Chetri. Der Chetri, genau. Wieder ein interessantes Gefecht. Ja. 3 Mates gegen 2 Heavys und 1 Mate. Fährst anders. Fahr nach rechts rüber. Kommt drauf an, was für dich rechts ist. Ich werde die 1er-2er-Linie fahren. Rechts ist immer vom Standpunkt aus. Immer im Blick Richtung Waffe. Und da hat einer sein T28 HTC. Hätte ich auch schon lange, würde ich mal 4000 Schaden mit einem Jagdpanzer machen. Ja, musst du mal was Großes fahren, ne? Ja, ich hoffe ja immer noch, dass mein Sturer Emil mit dem besten Geschütz dann später mal die Möglichkeit erweist. Ja, der macht natürlich schon Spaß, ne? Aber nachher spätestens der Rheinmetall nachher, ey. Tarnwerte für 5 Panzer, weißt du? Und dann noch ein Tarnnetz raufschmeißen. Tarnnetz, Crew, noch Tarnungsskillen, was du ja hoffentlich dann nachher schon machst auf deinem Sturm. Ja, habe ich schon angefangen. Hoffe ich. Hoffst du? Zumindest teilweise. Also auf jeden Fall Lampe musst du drauf haben auf dem Jagdpanzer. Als erstes. Und Tarnung ist natürlich nicht schlecht, kannst du natürlich auch was anderes skillen. Aber Tarnung sollte halt zeitnah spätestens im 2. Skill eigentlich drin sein. Buh. Ach, du hast auch schon den großen Turm, ne? Gibt nur 10 Meter mehr Sichtweite und ein bisschen mehr HP. Naja, 100 HP mehr, ne? Ja, Wolverine, fahr ruhig mal vor. So, T29 wird hier 100 pro. Oder? Mal gucken. Kommst du da ran? Jo. Ist interessant. Jetzt nicht mehr. Aber 2 Schuss rausgehauen. Gucken, ob auf T29 vielleicht noch ein bisschen seitlich schießen können. Wir haben sie nicht mal angekratzt. 2 habe ich reingedonnert. Nicht gesehen. Wir dürften hier auch nicht aufgehen eigentlich. Ah, jetzt kommen wir nicht mehr ran. Was ist er denn?
Gute Frage. Hinter den Häusern, da können wir jetzt nicht ran. Was hier unten komplett leer ist, eigentlich. Der Challenger muss relativ zeitnah aufgehen. Wenn wir da oben stehen. Wir sollten uns aber ein bisschen beeilen. Ja, ich weiß, die 8er, 9er ist leer. Ah, ist der Challenger. Der muss sehr zeitnah sterben. Wenn wir das hier gewinnen wollen. Ja, man sieht, dass du schon einiges gelernt hast, im Gegensatz zu früher. Ach ja? Mhm. Gucken wir nach Körperschießen hier. Da steht er nicht. Oh. Er ist aber auch da. Ach, da ist der, okay. Der Nashorn, der passt mir nicht in Kram. Ja, auch nicht. Oh, T29 macht alles bereit da unten, ey. Der ging voll durch ihre Person. Abgestaubt. Richtiger Hurensohn, ey. Einen Moment habe ich gedacht, ich wäre das. Der hat mir dann die Kette abgeschossen. Oh, scheiße, Arti. Hast du gesehen? Ich habe kurz gebrannt. Gut, dass ich das mittlerweile im Blut habe. Auf 6 zu drücken und die Feuerlöscher anzumachen. Okay. So, jetzt sind wir so ziemlich gefickt. Ja, das Spiel ist vorbei. Das hast du aber immer noch nicht gelernt, dass du nicht einfach vorne stehen lässt. Was habe ich nicht gelernt? Nein! Warum? Alter, sieh dich jetzt mal anzündet, ne? Ich brenne sehr gerne, ja. Weil ich so heiß bin. Hüte dich bloß vor den Artis. Take so. Dich nehme ich nach Metto! Oh Mann. Ach ja. So, mal schauen. Oh jo, jo, jo. Ja, wirklich ergiebig war das jetzt auch nicht. Auch wenn ich drei Kills gemacht habe. Oh, Belobigung. Wie? Belobigung. Was will der von mir? Ach, 2 Jagdpanzer. So, hast jetzt Medium 15 fertig gekriegt. Jo, hab ich. Nice. Sogar mit Nebenbedingungen. Ich müsste eigentlich, warte, ich muss mal gucken. Müsste mal gerade mal nochmal hier. Oh Gott, ich brauche einen neuen leichten Panzer. Oh. Leichten Panzer. Ich habe die Franzosen angefangen. Und ich werde wahrscheinlich bei den Chinesen auch noch die Reihe eingehen. Unter anderem. Mhm. Na gut, was habe ich denn noch das so? Hätte das doch letztes Mal ohne Nebenbedingungen. Warum kann ich jetzt nicht auf Dings einfordern klicken?